den roten Teppich hinauf. Hallöchen. Er tanzt hier rum. Bei seiner großen Statue. Ja, das ist einfach so eine Kamera. Okay, hi. Magnificent. Stunning. This trophy is everything I desire. On the shelf in my living room. Of course, this big trophy is just a plastic replica. The actual trophy is really tiny. Okay. Oh my, what is that I see? Is it true inner beauty? An innocent soul with a heart of gold? Ich? Was zum... Oh no, it's just a little girl. Oh. Hello. Schade. Oh wait, you're not a penguin. That's good. I could use some non-penguin company around here, as all my penguins are frankly terrible actors. Ich merke erst jetzt, dass seine Füße, Schuhe aussehen, als wäre das so, als wäre das so Pommes. Oder so. Das könnte auch so Dynamitstangen sein, oder? Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall sehr weird aus. Here's the biz. I need your help. I'm on a terrible losing streak, and I just have to win this next annual Bird Movie Award. There's no doubt I absolutely must have you as the star. Here, let me take care of this. Okay. Ah, danke. We need to give you a bird passport, darling. Step right over here. The most important part of a passport is the picture, darling. You have to look flashy and stunning. Step right over here. Let's take the pic. Okay. Okay, put on a smile and stand still, please. Don't move. Don't move. Ich hab mich bewegt. Let's see how the picture turned out. Oh. Darling, you moved! The picture is ruined! How could you? We've got to fix this ugly mugshot up with some old-fashioned photo doctoring. Here, take these markers and turn yourself into the most stylish, fashionable young lady. Photoshop. Okay, wir haben jetzt 0815 Headkit Foto. Da können wir jetzt drauf malen, was wir wollen. Okay, was wollen wir? Geben wir uns mal so ein Schnauzbart. Das ist ein bisschen schwierig mit Controller, aber yeah. Das ist so dumm. Jetzt wird uns niemand erkennen. Was können wir noch machen? Hier. Ich gebe ihr dicken, fetten Lippenstift. Ja. Ganz toll. Ja, doch, ich hätte es auch klein machen können, merke ich. Ganz nice. Was fehlt noch? Was ist noch ganz wichtig? Ganz wichtig ist noch. Ist noch das Triforce, was natürlich alle Helden an der Stirn haben. Das darf man nicht vergessen. So, fertig. Perfect. Let's slide this picture into your passport and here you go. Yay, wir haben einen Ausweis der Bundesvereinigung der Vögel. Laut Gesetz bin ich jetzt ein Vogel, glaube ich. Wonderful, darling. Oh, just wonderful. Meet me at the movie set tomorrow and we'll make you a star. Nice. Ja, Leute. Hey, what do you think you're doing? Oh, you can't just jump in and fiddle with the annual Bird Movie Awards. That's fraud! Fraud! Hey, everyone! We've got a fraudster over here! Oh, where are my owl guards at? Oh, why are the owls so darn useless?
Alright, listen here, lass. You're in big trouble. If you're helping crooked DJ Grooves rig the awards, and I can't take you to jail, then you're got to help me even the score. Ich hab das Gefühl, gibt's zwei Endings. That's right. You're got to be the star of my movies, too. Here, hold our newest prop. Practice showing it off and bring it to my movie set tomorrow. You got that? Don't be late. Ja! Bin einfach so am Stehen. Let's go. Müssen wir uns für einen entscheiden? Müssen wir beiden helfen? Als seltener Sticker ist ein Head Kids Raumschiff aufgetaucht. Finde ihn. Hä? Was soll das denn bedeuten? Intruder Alert! Wer ist denn jetzt dabei? Das ist so ein richtiger Rare Character. So, we meet again. My arch nemesis. Was? What? You don't remember me? How rude! It's me, boss of the mafia. Oh. Remember? You blew me up in our little indiscretion, and your young friend captured my remains in this jar. Oh, da war wohl was. I'm without a body. I should be furious, but it is okay. The past is the past, and I'll accept your carcass as an apology. Was? You won't hand it over? Such nerve on such a small child. If I had hands, I would slap you. I'll just buy a new body then. There has to be some poor soul out there who would be willing to trade his corpse for money. I may not look like it right now, but I'm well traveled. I know the whereabouts of all the secrets on this planet. Okay. Buy my map badge, and I will show you where you can find relics that will make you rich. Ooh. Oh, er ist hilfreich. Stehe still, um dir Geschenke, Münzen anzeigen zu lassen. Ich habe kein Geld, Mann. Immer noch nicht. Aber interesting. Ich muss dringend Geld farmen, Mann. Aber okay. Warte mal, wir sollen doch gar nicht weitermachen, oder? Hier gibt's irgendwo einen Sticker versteckt. Ja gut, aber wo? Wo soll's jetzt... Hallo. Ich war gerade stuck. Nice. Wo soll's denn hier jetzt einen neuen Sticker geben? Frage ich mich. Wir können das hier mal aufsprengen. Ich mach das hier. Das ist eine kleine Maschine, die Tokens nimmt und dir ein Geschenk dafür gibt. Okay, 3 Tokens einwerfen. Ich hasse Geschenke. Das ist keine 3 Tokens. Oh. Na gut. Oh ja. Ayub. Das ist natürlich zugemauert. Und hier? Haben wir was für? Ja, wir haben... Ja, wir haben ein Stück hier. Besser als nichts. Okay, ich habe jetzt noch keine Ahnung, wo das sein könnte, aber machen wir es ein andermal und machen wir jetzt hier weiter. Und ja, scheinbar muss man sich... Ah! Hä? Okay. Okay, es gibt hier also zwei verschiedene... Ja, wie soll ich sagen? Zwei verschiedene Welten, Zeitspannen, die wir machen können. Einmal die, wo wir dem Schaffner helfen, einmal die, wo wir dem DJ Grooves helfen. Ich mache einfach mal alles nach der Reihe. Also wenn jetzt zum Beispiel steht Akt 2, mache ich das erstmal statt Akt 3. Ja, weil sonst verwirre ich mich selber noch. Mord im Eulenexpress. Jetzt wird's ernst. Oh oh. Dieses Messer. Interessanter Filter. Ich wollte noch nirgendwo reingehen. Die Kamera ist nur so komisch. Welcome back, Lassie.
But I haven't written the script for my next movie yet, so we're not recording. Ah. I'll call for you when the script is ready. Okay. Wir fahren gerade erstmal noch. Das Script ist noch gar nicht fertig. Hä? Was passiert? Egal, egal. Machen wir weiter. Ich mag aber die entspannte Musik hier. Sind die böse? Why, hello there, fellow owl. I don't believe we've had the pleasure of meeting. Nee, aber es sieht lustig aus. As you can tell, I am also an express owl. I do much hooting. From one owl to another, we can share details, yes? What is your uncle's sister's maiden name? Wie lautet der Mädchenname der Schwester deines Onkels? Weiß ich nicht. Amo Gus. Ich hab keine Ahnung, ey. So gar nicht. Aber ich hab das Gefühl, was auch immer ich hier eingebe, könnte vielleicht noch lustig werden. Mal schauen. Oh, it is. I see. Ja, genau. Is the kind of uncle's sister's maiden name I would expect from a fellow express owl. Mhm. I hope I can meet someday, as us express owls enjoy meeting the family of our fellow owls. Okay, das ist so dumm. Hello, fellow express owl. Do you care about security? I care about security a whole lot. You should not be going around telling information to strangers. It could be a security risk. Ich glaube, der will jetzt Werbung machen. I can help your daily life become more secure. What is your favorite combination of letters and numbers? Jetzt will er mein Passwort herausfinden. Was ist deine Lieblingskombination aus Buchstaben und Ziffern? Goes 69. Das ist zufällig sogar mein Passwort. I see. I see. Also my favorite combination of letters and numbers. Ja. Did you notice that there's suddenly a lot of crows on this train? Mm. They all gone on at the last stop. Speaking of, at which stop did you get on the train? Jetzt gerade. What do you mean you fell from the sky? Ach so, da war ja was. Did you know that having a pet helps improve self-confidence and relieve stress? Did you also know that pets can have pets? It is true. Was? Unfortunately, us express owls are not allowed to have pets. It is a sacrifice we must make in the name of hooting. Hmm. But if you had a pet, what do you think the name of your pet's childhood pet would be? Was? Wenn du ein Haustier hättest, was glaubst du, wie der Name des Haustieres, deines Haustieres, aus der Kindheit lauten würde? Die Geräusche. GG. Ah, ich will mal Start drücken. GG. Is certainly an interesting name for a pet, even for a pet's pet. Was zum Teufel? Was ist das hier? Wo bin ich hier? Das ist total weird. Aber auf jeden Fall merkt man, hier in diesem Kapitel gibt es viel mehr, ja, Story, viel mehr Gequatsche als in der ersten Welt. Okay. Oh, hello, fellow Express Owl. I am stuck on an advanced mathematical and scientific issue. Do you see this advanced formula on the blackboard? Can you decipher the scientific formula for me? What does it say? Da steht Decibel 4. I love Ose. Ah, das könnte auch eine 5 sein.
könnte 5 sein. I see. The solution is it was obvious. Thank you, fellow Express Owl. And thank you for agreeing to the terms and conditions on the backside of the blackboard. Hä? Was? Was steht denn da auf der Rückseite? Terms and conditions! Ja. Habt ihr das euch auch alles durchgelesen? Ja, natürlich habt ihr das, ne? Have you noticed all these crows around the place? They keep asking for personal details, and I never know what to answer. I don't get it. How is this a scientific equation of any kind? It's just scrambled numbers and letters, like those you see on an online form. It's really difficult to get settled down on this train with these crows crowding the place. They keep interviewing me about everything I do. Ja, bei mir auch. Das sind Spione. Wie tippe ich das denn ein? Oder geht das nicht? War das einfach nur ein Joke? Okay. Okay. Ich bin total überfordert. Vielleicht merkt man's. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ist hier oben noch was? Ja. Komme ich da jetzt gerade hoch? Ja. Merke ich aber auch erst jetzt, ne? Hallo? Ja. Ne. Aha, da ist eine Leiter. Das ist doch eine Leiter. Oder? Nein? Sieht für mich aus wie eine Leiter, aber ist scheinbar keine. Dann komme ich da maybe doch noch nicht hoch? I don't know. Ah, na. Versuch's nochmal. Ah, da ist extra so eine Delle, dass ich da nicht hochklettern kann. Okay. Fellow Express Owl, do you ever wonder what it would be like to be a superhero? Ja. The most important feature of a superhero is the name. Every superhero needs an intricate name to their fame. If you were a superhero, what would your name be? If entered on an online form with standardized account identification requirements. Ich wäre Batman. Die gibt's nämlich doch gar nicht. Voll kreativ. That name is great. I can already imagine it. The mighty savior of justice. I'll just write your answer down here real quick. Okay. Da hat wohl jemand meinen Amogus-Namen gelesen. Wie mach ich da? Okay. Gott, wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Das ist total weird irgendwie. Warte, kann ich da durch? Okay, ich glaube, mir fehlt mal ein Schlüssel. Gut. Dann, so weird alles. Ja, dann muss ich auf jeden Fall einen Schlüssel finden. Us Express Owls all have parts of our body we're ashamed of. This is why some owls choose to pluck their feathers. Which body part of yours are you the most ashamed of, fellow Express Owl? Welchen Körperteil schämst du dich am meisten? sagen wir mal... Fertig. Nichts. Oh, poor Express Owl. You shouldn't be ashamed of your... Ja. But you'd better get your... checked out by a doctor. I read online. It could be a sign of bird flu. Ach so, oh nein, wie schlimm! Und so. Ach, das ist jetzt eine Leiter oder was? Was leuchtet denn da? Ah, nochmal so ein Garn. Ja, den brauchen wir jetzt nicht mehr, aber. Also. Halt, wir haben den Hut schon, aber wir können ihn trotzdem sammeln. Hö, ist eine. Das ist eine Tür! VIP-Room. Okay, wo ist das jetzt?
Ah, schaut mal! Ah! Jetzt können wir die auch benutzen! Hä? Lol. Das ist einfach so ein. So ein. Ja, wie sag ich das? Für. Movement. Eigentlich soll man wahrscheinlich hier stehen, damit man hochkommt. Ja. Oh, das gefällt mir. Das ist richtig cool. Boi. Und weiter geht's. Und diesen Schlüssel, den nehmen wir mal. Können wir bestimmt noch einmal gebrauchen? Wait, don't come in here. I lost my contact lens somewhere. Please don't step on it. I can't move out of the way. I might step on it myself. Und was soll ich denn jetzt machen? Vielleicht können wir mit dem Schlüssel woanders reinkommen. Gab's hier unten irgendwo eine. Ach so, ja, klar. Oh, hab ich dumm. Komplett wieder vergessen. Überhaupt nicht auffällig, dass da einfach so ein Geschenk rumliegt, ne? Na gut. Oh, wirklich ein Geschenk. Detektiv-Outfit, Zeit, Verbrechen aufzuklären. Achte auf Hinweise. Ah, oh, süß, wie das aussieht. Voll süß. Ja. What the? Amogus ist hier? Oh nein! Was zum... Das ist ja total gruselig. Okay, ist das mein neuer Haupthut? Für immer oder jetzt nur für diese Quest? Aber das ist ja voll süß. Ich mag auch die Farben passen so gut. Dieses Gelb und das Braun. Ich finde, das passt gut. Ja, das ist auf jeden Fall im Moment der Standardhut. Okay, also zurück zum Anfang. Ist ja nicht lang her. Was zum... Red Sus! Mörder! On my Owl Express! I can't believe someone would murder one of the Express Owls! Mörder! And I can't believe even more that it's your uncle's sister! What do you have to see for yourself? Ja, er redet nicht so gern. Ooh, you're giving me the quiet treatment, eh? That's what a murderer would do. Leave this case to us. We're Caw, the Crow Agent Watch. We've been monitoring everyone on this train since the last station. Diesen Sus. We'll be searching the entire train for evidence. No one is allowed to go outside of this wagon. What? I can't even walk around in my own train. Oh, how dare you! Once the clock hits midnight, we'll get off at the station with the murderer in cuffs. Stay here while we investigate further. Okay. Eine Eulenstunde übrig. Die Zeit rennt. Beeilt euch. Nur ihr könnt, ja, rausfinden, wer Amogus hier reingebracht hat. Bam. Oh, those Caw-Picnics can't tell me what to do. I bet they committed the murder and are destroying all the evidence. Ja gut, also das ist natürlich jetzt Murder Mystery. Genau, wir sollen ja eigentlich hier nicht eintreten, weil sonst genau das hier passiert. Und wir dann wieder hier landen. Deshalb aufpassen, dass die uns nicht finden und wir sollen da hoch. Das heißt, wir latschen hier lang. Springen am besten hier rüber. Genau. Ah, Rec Room, da kommen wir vorher noch nicht rein. Oh, das ist neu.
Was ist denn da? Evidence oder so? Gotcha. Der Schaffner ist jetzt ein verfügbarer Verdächtiger. Among Us. Es tut mir leid. Ich konnte mich nicht beherrschen. Oh nein, bitte lasst mich nicht die Folge so nennen. Night Cabin. Gehen wir mal hier rein. Okay. So viel für einen Schlüssel, den wir auf jeden Fall gebrauchen. Nehmen wir den mal mit. Nur wofür, weiß ich noch nicht. Da muss ich hin, Kumpel. Oh, knapp. Ich wollte nicht länger warten. Hä, gab es auch eine Plattform? Okay, keine Ahnung. Schau ich das beim nächsten Mal. Okay, eine Stunde ist wieder vergangen. Ach, habe ich hier einen Zeitdruck? Okay, der guckt nicht weg. Der guckt die ganze Zeit dorthin. Da komme ich also nicht hin. Aber hier kann ich rein. Mit dem Schlüssel. Luggage. Aha, und wegen dem Hut merken wir, dass hier was ist. Ja. You sure? You can point your finger at someone without clues. The clock is ticking. Will you be able to find the clues to point your finger at the murderer? The clock is ticking. Das Ding können wir nicht benutzen. Das ist seitlich. Das soll nicht seitlich sein. Was ist denn da oben? Please take one. Okay, wenn ich drankomme. Wie komme ich denn da dran? Ach, von da oben wahrscheinlich. Ist da noch was? Garn. Hier leuchtet auch noch was. Ah ne, das sind die Fenster. Das sind nur die Fenster. Habe ich eigentlich unten noch was verpasst? Moment. Kamera ist ein bisschen doof. Aber ja, da unten ist noch was Wichtiges. Und zwar Evidence! Confidential steht da. Die Krähen sind jetzt verfügbare Verdächtige. Die Krähen sind jetzt sass. Darf ich da durch? Nö, darf ich nicht. Aber immerhin werde ich direkt hierhin teleportiert. Das ist schon mal was. Doch, warte, da komme ich hin, wenn ich hinsprinte, glaube ich. Mein Outfit behalte ich aber jetzt, mein neues. Und dieses Tanzen bleibt auch aus irgendeinem Grund, was irgendwie gar nicht dazu passt. Naja, was soll's. Boing. Long Jump hier rüber. Lost and found. Bag of seeds. Claim before I eat them. Lost. A birdcage. Needed for grandma. Stinky hat. All mine now. Das ist mein Hut. Quit reading and get back to work. Have you seen this egg? I have seen it. Und eins davon, ein paar davon wurden rausgerissen. Nee, ich habe das Egg nicht gesehen. What? Schlüssel? Was soll denn ein Schlüssel sein? Oh, kann ich das hier doch aktivieren? Nee. Das Ding ist seitlich. Wieso ist das überhaupt seitlich? Nee, keine Ahnung. Komm ich da rein? Warte mal, kann ich auch runter? Okay, da kann ich auf jeden Fall nicht rein wegen der Krähe. Nein, jetzt bin ich wieder hier. Okay, egal. Gehen wir trotzdem mal zur Cafeteria. Was?
Oder auch nicht? Was zum... Ich bin total verwirrt. Darf ich hier gar nicht rein? Doch. Doch. Das funktioniert. Ah, immer wenn sie lachen. Ja, immer wenn sie lachen, kann man kurz durch. Okay. Ich schaue mich kurz ein bisschen um. Ist über mir was? VIP-Room ist da oben. Aber da ist auch noch ein Raum. Okay, gehe ich erstmal zum VIP-Room, würde ich sagen. Wenn ich schon mal hier bin. Mhm. Oh oh. Das wird knapp. Nicht gut. Gar nicht gut.